Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Ja, wir haben zuletzt den Sonnensohn besiegt, aber jetzt wage ich mich nur mit langsamen und vorsichtigen Schritten ran. Was ist der Solstein? Er muss mit den Jahren seinen Glanz verloren haben, aber wenn wir ihn circa 65.000 Was? Ach so, ne, 65.200 Jahre der Sonne aussetzen, könnten wir ihn damit wieder aufladen. Mondstein. Mondstein flieg, und flieg. Okay. Da weiß ich auch auf jeden Fall, was wir mitmachen müssen. Also, da wird es jetzt etwas besser und schneller vorangehen jetzt. Ach genau, was wir machen können. Genau. Erstmal die Rüstung wieder normal machen. Warum hat Frozy plötzlich so wenig Rüstung? Egal, wir lassen das einfach so. Verstehe ich zwar gerade nicht ganz, aber... jetzt müssen wir erstmal in die Zeit. Und jetzt nach... Hoffentlich finden wir die Insel recht schnell. Gotcha! Jetzt müssen wir die nämlich in den Sonnendom legen. Hier ist's warm. Mondstein hier lassen? Ja. Wie lange soll er hier bleiben? Ja. Der Ken hat ja was gesagt von einer Jahresanzahl. Wir gehen jetzt erstmal in die dunkle Ära und schauen, was er da macht. Beziehungsweise wie weit er da ist. Aber er glüht auf jeden Fall schon. Das ist meiner Ansicht nach ein gutes Zeichen. Gehen wir in die mittlere Ära. Oh, eine Kraftpille, cool. Hoch. Können wir noch nicht aufheben? Okay. Na egal, es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Wir haben eine Kraftpille gefunden. Schauen wir mal hier rein. Der Mondstein ist hinfortgenommen. Ich deuchte, jemand aus dieser Zeit raffte ihn hier dahin. Ah, nur wer ist die Frage? Wir können da jetzt ein bisschen blöd einfach blind irgendwo rumlaufen? Oder keine Ahnung.
weil dabei muss ich jetzt leider echt passen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Gehen wir mal zu Melchior, vielleicht gibt's hier was. Melchior? Ne, der ist gar nicht da. Super Wetter. Mhm.